So, mein Lieben, einen herzlichsten Willkommen bei der nächsten Folge von Lufia 2 Rise of the Sinnoh Trails mit mir. Und ja, wir haben hier letztens vor dem nächsten Dungeon aufgehört. Also sprich bei der Nordgrotte. Und ja, marschieren wir mal sofort hier rein. Also ich kann euch sagen und beruhigen, der Dungeon, der wird sich nicht allzu lang in die Länge ziehen. Und hier gibt's ratzfatz tolle neue Fliegen. Fantastisch. Ja, sehr gut. Ja, natürlich fürchten wir auch die Wumme. Wow, schon über 6000 Goldmünzen. Alter Schwede. Und ich bin jetzt auch wieder richtig happy. Warum bin ich jetzt richtig happy? Ganz einfach, weil ich bei Final Fantasy 12 endlich den blöden Yasmat besiegt habe. Ja, da bin ich auch sehr froh drüber. So, Selan benutzt den Donnerring, erhöht die Wirksamkeit des Donnerzaubers. Blitz. Blitze sausen auf die Feinde herab. Angriff steigt um 10, Abwehr um 5 und Stärke um 10. Okay, die Magieabwehr geht ein bisschen runter, aber ist egal. So, gut. Ja, also Staxi, wenn du das jetzt hören solltest, ich bin jetzt genau so weit wie du jetzt. Also, den Raffafresser, den habe ich jetzt auch gemacht und auch den Danjuro-Dolch, den habe ich jetzt mir auch geholt. Ja, ich sag ja, ich mache fast alles, was du auch machst. Ja, okay, außer jetzt nur den Riesenhelm und die Großrüstung, die habe ich jetzt nicht gemacht, aber naja. Bei meinem Let's Play von Final Fantasy 12 werde ich mit ihm zusammen die zwei Sachen auch holen, damit das auch 100% Run wird, ne? Klatscher. Die sehen toll aus. Sind aber ungefährlich, wenn man Wurm hat. So, okay. Das war erstmal eine Sackgasse. Hier müssen wir den Schalter aber aktivieren, damit wir von oben dann halt weiterkommen können. Und wenn ich mich nicht täusche, müssen wir so oder so erstmal den rechten Weg gleich nehmen, den wir da jetzt schon gesehen haben. Und ich muss auch noch was sagen. Fällt mir gerade ein. Und zwar, ich war gestern bei, ja, erstmal hier ein Zombie, bei dem Livestream von Chronicles of Games. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da auch sehr viel geschrieben. Ich glaube, ich habe da ein bisschen zu übertrieben mit dem Schreiben. Aber macht nichts. Damit konnte der Chronicles of Games zumindest wissen, dass ich auch wirklich noch dabei bin. Ne? Sabberblob. Aber er war nicht alleine. Der Captain Blaubär, so heißt er, auch hier auf YouTube, der mich auch abonniert hat. Vielen Dank nochmal, Captain Blaubär. Ein Nervendolch. Der war nämlich auch dabei. Ja. Und er hat auch mit dem Chronicles of Games Spiral Knights oder Knights Let's Played oder beziehungsweise live aufgenommen vom Stream, deswegen. Ja, also für mich war das sehr unterhaltsam. Ich hatte auch viel Spaß. Und ja, ich hoffe, dass da auch bald mehr erscheinen. Dann wird das auch so ein schöner Chatroom dann. Wenn er jetzt bald wieder das nächste Video macht, das nächste Livestream-Video. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, Chronicles of Games, wenn du das jetzt hören solltest. Ratzfatz, schon wieder. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal ganz kurz zurück, weil wir haben da ja die Brücke gerade aktiviert. Nee, deswegen. Ja, die Gegner mache ich jetzt gleich. Zumindest die Fliege. So. Genau. Und ich werde jetzt mal... Ich habe mir das heute Morgen so überlegt. Bei den Aufnahmen.
bei den Dungeons, die sich wirklich nicht allzu sehr in die Länge ziehen, zum Beispiel jetzt wie die Nordgrotte hier, da werde ich immer ein extra Dungeon aufnehmen, weil sonst lohnt sich die Aufnahme nicht, deswegen. Also die Nordgrotte hier ist relativ kurz. Ja, mein Gamepad spinnt wieder ein bisschen, tut mir leid. So, so und so. Ja, den Zombie mache ich gleich. Ich hole mir erstmal hier die Donner-Axt. Haha. Sehr gut für Guy. Ja. Aber der ist dann leider jetzt nicht bei uns, deswegen. Ha. Erstmal die Zombies töten. So. Ja. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt kann ich auch wieder die Ratzfatz-Fliege machen. Die geht ja einigermaßen schnell mit der Wumme. Ja, lohnt sich bei 4. Ha! Lohnt sich wirklich. Und bam, tot seid ihr. Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt nehmen wir den linken Weg. Wo es natürlich auch weitergeht. Und noch tiefer in die Grotte führt. Hinführt. So. Und wieder Klatscher. Oh, diesmal greifen die zuerst an. Wow, ich bin ja richtig begeistert von euch. Oh, Worker. Okay, das ist eine blöde Attacke von denen. Weil die ganz schön was abzieht. Aber naja, ist ja nicht so tragisch. So, und hier geht's jetzt wieder weiter. Ja, komm. Der Zapperblob. Ja, sieht danach auch aus. Die haben natürlich auch Feuerschwäche, ne? Wie ihr sehen könnt. So. Ach ja, und übrigens, der Nervendolch, den ich jetzt hier bekommen habe, das ist schon eine verfluchte Waffe. Ein Schwert mit tödlicher Kraft. Ja. Aber ich kann euch das ja gleich zeigen, wenn wir den Dungeon hier abgehackt haben. Die Treppe in eine Falle gelockt, so geschockt, dass die Bewegung innehält und den Ausgang offen hält. Ja, ganz einfach. Die Treppe muss hier an dem Punkt hier sein. Und wir müssen immer von der linken Seite die Treppe immer betätigen. So. Ja. Oh, neue Golems. Hallo. Der Sandgolem. Ja, die haben Schwäche Wind und Wasser. Ist ja eigentlich auch logisch, ne? So, das müsste reichen. So. Okay, der eine Golem hat jetzt überlebt, aber ist, wie gesagt, Maxims Magie-Attacken sind ja nicht so wirkungsvoll wie halt von Tia oder von Selan. So, das ist auch ein ganz kleines, aber super einfaches Rätsel. Dann müssen wir das halt so machen. Und dann geht's doch wieder weiter. Oh, toll, wir dürfen gegen Schwerter kämpfen. Wow. Ah ja, beziehungsweise gegen den Nervendolch, gegen den, wo wir den auch gerade in der Truhe gefunden haben, ne? Schön blau sehen die aus. Bam. Wow, über 5000 Erfahrungspunkte. Oh ja, ein ganz kleiner Monsterraum. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, komm, mache ich das jetzt mal so. Zweimal Sturm und zweimal Tropfen. Und dann müssen die eigentlich schon gleich Geschichte sein. Die Sandgolems. Mal gucken, ob es auch stimmt. Ja, nein, vielleicht. Ja doch, wenn Selan hier so Tropfen macht, müssten die definitiv tot sein. Ja. Bam. So, dann den Nervendolch. Okay, einer, das geht ja noch.
Und jetzt den Echsenmann. Ah ja, hat wieder so einen komischen Bewegungsmuster. So. Ja, die Echsenmänner fürchten natürlich auch Feuer. So. Was machst du? Ah ja, du greifst einen Riesenorg an. Okay. Ja, hast du gut gemacht, Fommi. Der Edelfuchs. So. Ah ja, das ist ja ein Plattformrätsel, aber total einfach. So, dann müssen wir hier entlang. Und da ist unser nächstes Kapselmonster. Kapselmonster Shagi schließt sich an. Yep, das ist jetzt Basuk. Basuk ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das Lichtkapselmonster, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, Licht. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Aber wie gesagt, die anderen Kapselmonster, die werde ich erst später trainieren. Mal gucken, vielleicht werde ich auch alle auf 99 trainieren. Mal gucken. Wäre ja zumindest fair, ne? So, da müssen wir alle Säulen jetzt hier bei den grauen, dunkelgrauen Steinen verschieben. Damit die Brücke rechts von uns auch erscheint. So, mache ich das erstmal so, so und bam. Und da ist unser viertes Drachenei, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ich guck mal ganz schnell. Ja. Also die Hälfte haben wir jetzt schon von den Dracheneiern. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich bald unseren allerersten Wunsch äußern beim Eierdrachen. Und noch ein Rätsel. Explosion laut und grell machen alle Platten hell. Ja. Explosionen laut und grell machen alle Platten hell. Fantastisch. Ja, also alle Platten müssen hellgrau sein. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man das jetzt hier nochmal genau machen muss. Oh, ich mach das einfach mal irgendwie mal. Wird schon irgendwann richtig sein. Ah ja, ich glaube, ich hab's schon. Ja, sehr gut. Ja, das hat nicht lang gedauert. Sehr gut. Und wieder Orks. Beziehungsweise ein Riesenork. Aber so riesig sieht er nicht aus. Ja, da bin ich jetzt sehr pingelig. Und ich sehe gerade, ich habe Basuk ausgewählt. Fantastisch. Tut mir leid. Und Lebenssaft. Okay, Lebenssaft für Seelan. Ja. Ja, immerhin. Fünf Leben mehr. So, und das war's eigentlich schon. Ja. Jetzt kommt schon gleich der Boss. Deswegen ist hier auch der Speicherpunkt. Gut. Wieder ein kleines Schieberätsel. Und fertig. Und da ist der Prinz. Und es bebt wieder. Oh Gott, die Steine verschwinden. Fantastisch. Jetzt gibt es keinen Rückweg. Und da erscheint Idura. Hahaha. Ihr könnt nun für immer Abschied nehmen. Wie bitte? Ich habe euren Fluchtzauber blockiert. Ihr könnt mir nicht entkommen. Und er beschwört Monster und er setzt sie gegen uns ein. Und wir dürfen gegen Mumien kämpfen, die natürlich Feuerschwäche haben. Genauso wie bei The Legend of Zelda A Link to the Past. Ja, und das war's schon. Ja, die zählen halt als Bosse. Warum auch immer. So richtige Bosse sind das nicht. Ihr könnt also kämpfen. Wie wär's dann mit diesen Monstern? Und jetzt dürfen wir gegen Trolle kämpfen, ne? Jawohl. Gegen Trolle dürfen wir kämpfen. Fantastisch. Die haben natürlich auch Feuerschwäche, ne?
genau die gleiche Strategie wie bei den Mumien. Ja, und das war's auch. Und tot seid ihr. Amüsant. Ihr könnt aber nicht gewinnen. Ich bin unschlagbar. Oh, bist du dir sicher, Idora? Was machen wir, Maxim? Die Schlacht scheint nicht enden zu wollen. Verflixt. Was ist hier so lustig? Hä? Dicker, hallo! Wer oder was bist du? Hast du dir diesen kindischen Trick ausgedacht? Genug jetzt, ich will mir eure Beleidigungen nicht mehr anhören müssen. Nehmt das! Und er beschwört schon wieder Monstern. Nicht schon wieder diese ätzenden Typen. Meine Worte, Deka. Bam! Warum kommst du nicht selbst her und kämpfst mit uns? Bist du solch eine Memme? Hm. Euch jetzt schon zu erledigen, wäre viel zu langweilig. Und er haut ab. Ich sag ja, den werden wir noch öfters sehen. Glaubt mir. Hey, Maxim. Du bist schon hier? Du musst vorhin an mir vorbeigelaufen sein. Ja. Das war doch jetzt noch kein richtiger Kampf, oder? Ich bin noch topfit. Wow, er ist ein richtiger toller Kämpfer. Das muss ich ihm lassen. Alles in Ordnung? Mir geht es wunderbar, danke. Aber es ist meine Schuld, dass ihr so viel Ärger hattet. Du hast das für dein Land und dein Volk getan. Das hätte sich nicht jeder getraut. Aber ich konnte nichts tun. Du musst noch ein wenig üben, dann wirst du ein guter Schwertkämpfer. Deka, willst du mir die Schwertkunst beibringen? Selbstverständlich. Oh, wunderbar, das erfüllt mich mit großer Freude. Sollen wir zurück in das Schloss? Ja, gehen wir. Ja, das war der Dungeon, das war die Nordkotte. Relativ kurz, sag ich doch. Maxim, ich bringe den Prinz zurück ins Schloss. Wir hätten Idora niemals laufen lassen dürfen. Er wird wiederkommen.